Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Bloons Tower Defense 6 hier auf meinem Kanal. Glück oder können, wenn es will. Wir spielen mal wieder Bloons Tower. Ist nur Militär, habe ich auf der Karte noch nicht gespielt, auf Mittel. Also nur Militäraffen. Ja. Dann starte ich mit einem meiner Lieblingsaffen, mit dem kleinen hier. Aber Etienne ist noch im Start, das ist sehr gut. Wir machen hinten mal wieder ein paar Reißnägel. Achso, ich wollte gerade sagen, warum macht der denn nichts? Aber wir müssen ja erstmal an ihm vorbeikommen, ich meine zu ihm kommen. So, hier haben wir so ein paar Reißnägelchen hingemacht. So, safe mir ein bisschen, auch hier. Einfach nur, dass der Kleine ein bisschen gesaved ist, bis wir genug Kohle haben für Etienne. Ja, nach langer Zeit gibt es mal wieder Bloons Tower Defense 6. Vielleicht gibt es auch noch mal die Woche oder nächste Woche dann Bloons Tower Defense 5. Ist ja nicht mehr fest bei mir im Programm, deswegen gibt es das nur noch ab und zu. Ja, ich habe meinen Kanal umstrukturiert letztes Jahr und ich versuche jetzt dieses Jahr wieder komplett durchzuziehen und nicht irgendwann wieder mal Videos ausfallen zu lassen für ein, zwei Tage. Ja, ich hoffe, es klappt. Vorsatz für das neue Jahr oder für dieses Jahr besser gesagt, dauerhaft Videos bringen. So wie es in der Kanalbeschreibung steht. Schaffe ich es? Ich weiß es nicht. Wir sehen es dann. Aber ich gebe mein Bestes. Ich könnte jetzt noch einen zweiten holen, aber ich kann noch nicht getartet. Da brauche ich Etienne. Ich hätte gerne als erstes Etienne. Wir machen nochmal eine Runde auf Risk. Ich meine auf Risiko. Ich weiß nicht mal, ob auf Risk überhaupt Englisch ist. Und müssen eigentlich jetzt gleich genug Kohle für Etienne haben. Oder nein, doch nicht. Oh, ja. Etienne machen wir mehr so mittelig. Also zwischen den beiden Spuren. Und hoffen, dass das reicht, wenn er die Getanen abknallt. Und jetzt sammeln wir erstmal gut. Ah, sieht ja schon mal sehr stark aus. Das schaffen wir. Ich habe schon lange kein Bloons mehr gezockt. Ich weiß nicht, wann mein letztes Bloons-Video kam. Von einer Woche oder zwei Wochen oder so. Keine Ahnung. Und seitdem habe ich auch keins mehr gespielt. Also... Ah, wir nehmen mal einen Sneeper mit. Das, komm, einen Sneeper nehmen wir mit. Den machen wir auf Getarnte, dass wir ein bisschen Unterstützung haben für Bloons. Für Bloons wollte ich sagen. Ja, für Etienne, verdammt nochmal. Doch nicht für die Bloons, Menschen. Für die für Etienne, hallo? Ja, komm, weiter, starten, starten. Ja, wir haben bald genug Geld, um ihn Getarnte jagen zu lassen. Nein, noch nicht. Ja, doch, wir haben es. Yeah. 300. Weil jetzt kann er nämlich auch getarnt, dann hat die Drohne ein bisschen Unterstützung im ersten Moment. Und das sieht eigentlich ganz stark aus. Wir können natürlich auch die anderen Drohnen noch aktivieren. Haben wir schon freigeschaltet. Sehr schön. Was für ein geiler Stufenaufstieg. Ja, was soll das, ne? Zeitpunkt der Aufnahme immer noch 62 Abonnenten stark. Danke, 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 danke. Bin jeden einzelnen dankbar. Okay, weiter geht's. Ja, ich brauche noch ein bisschen Kohle. War jetzt nicht meine erste Wahl, aber ich will vorher noch ein bisschen Unterstützung machen. Weil er kann, glaube ich, später auch Bleiernde und da müssen wir uns auch gleich gegen schützen. Weil bis jetzt, glaube ich, haben wir nichts, was das wirklich kann. Und Kanonen zählen irgendwie nicht zum Militär, warum auch immer. Ist das auch Militär eigentlich? Boah, ich überlege, nee, ich würde gerne ein bisschen was tunen. Ich gehe trotzdem hier drauf. Da drauf und jetzt wird er so ein bisschen gesammelt. Ich glaube, spätestens bei Ballistikraketen kann er Bleiernde platzen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas habe, was überhaupt Bleiernde gerade platzen lässt. Weil ich habe so ein Gedächtnis wie ein Sieb und das ist schon ein paar Wochen her. Ich glaube zwei mindestens, oder? Wo ich zuletzt Bloons gebracht habe. Ich bin mir natürlich auch nicht sicher. Das ist immer das Beste daran. Baumhagel, ja, komm schon. Wir brauchen mehr Geld. Die Bloons müssen immer mehr Schaden anrichten, sonst habe ich nicht genug Kohle. Die Bloons, Mann. Was laber ich da? Die lieben Affen müssen mehr Schaden bei den Bloons anrichten, damit ich mehr Kohle bekomme. Junge, Deutsch ist nicht meine Sprache gerade. Ich würde schon sagen, ich gehe mal auf den vorderen. Weil ich gehe ja gerne hier drauf und jetzt gehen wir auf das untere und hoffen, dass wir 1-4 für die Ballistikraketen kriegen. Ich würde sagen, darauf sparen wir auch erstmal, weil dann können wir nämlich auf jeden Fall Bleiernde platzen lassen. Ja, wie lange es jetzt dauern wird, bis wir das kriegen? Keine Ahnung.
Könnte schnell gehen, noch zwei Runden. Hauptsache, es bricht nicht irgendwas gleich durch. Ah, mal gucken, ne? Wann ist Runde 40? Okay, auch noch nicht, sehr gut. Ich glaube, jetzt muss ich nur Kohle zusammenkriegen. Ja. Ja, jetzt müsst ihr eigentlich auch Bleiernde platzen lassen können. Na, zwar keine getarnten, aber läuft. Ja, wir kriegen auf jeden Fall gut Kohle. Sehr schön. Jetzt gehen wir erstmal auf meinen Liebling. Auf jeden Fall auf die Hotshots. Ich gehe natürlich lieber auf den oberen Strang. Ich weiß, das ist nicht so effizient, aber ich liebe das einfach. Weil er dann eigentlich... Oh, ich lalle so heute so den ganzen Tag, ey. Meine Güte. Weil er dann eigentlich schon sehr schnell schießt und das eigentlich auch sehr vorteilhaft ist. Eigentlich. Nicht immer, aber eigentlich. Okay. Vollmantel wäre jetzt auch ganz gut, ne? Ich schwöre aus irgendeinem Grund auf Schnellfeuer. Ich weiß nicht, warum ich so blöd bin. Ja, das ist gut. Schnelles Nachladen, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich dann auf unten oder auf oben gegangen bin. Obwohl, machen wir so, dann ist der Treff sicherer und das ist natürlich auch sehr gut. Ja, ich stelle eine Menge Scheiße auf die Karte, ne? Mhm. Heli, auch immer gut. Ja, noch lasse ich meinen Mauszeiger verfolgen. Brauchst du 2000, dann glaube ich, kann ich ihn selbstständig machen. Auf das, was ich am liebsten tune. Also nach der Runde. So, also ich gehe immer gerne auf das hier, Verfolgung, und dann nehme ich das und entweder nehme ich gleich, ja, ich nehme den Rasierer. Ja, komm, wir nehmen gleich den Rasierer. Weil eigentlich ist das auch sehr gut, der Heli als Rasierer, ja, ja. Aber jetzt möchte ich den schneller machen. Was brauchen wir? 2,7? 2,9, okay. Haben wir doch gleich 2,9, ja, super easy, weil es kommt nämlich auch gleich der Mob. Und da muss ich kampfbereit sein. Okay. Schaffen wir das jetzt gegen den Moab? Oh mein Gott, ich habe Angst. Wir müssen ihn zum Knacken bringen. Ja, ja, könnte gehen, könnte gehen, könnte gehen. Gerade so. Oh, das, gut, gerade so jetzt nicht, aber das sah sehr eng aus. Hat aber funktioniert. Sehr gut. Heißes Zeug. Jetzt ist die Frage, das oder das? Wir nehmen schwere Granaten. Genau, ja, genau, darauf möchte ich ja gehen. Das ist gut. Ich hole mir nochmal einen zweiten Sniper. Aber wir gehen hier jetzt auf das hier. Nachtsicht brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Egal. Ja, wir lassen jetzt ein bisschen Schaden machen, einen davon. Dass wir auch die größeren oder die mehrschichtigen Keramik und so platzen lassen können. Ja, ist das gut? Nein. Ah, ich mit denen schneller machen. Nein, 3,5, komm schon. Ja, komm.
Ja, Kontakt. Als nächstes kümmern wir uns um den. Wir brauchen 3000. Für tödliche Präzision. Aber sieht doch gut aus, ne? Ja, lol. Nur Militärwaffen, kein Problem. Auf einer Oldschool-Standardkarte, die ist auch im Bloons Power Defense 5 gibt. Aber ich mag die Karte. Boah, die beiden rotzen schon mal sehr gut drauf. Jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Kohle. Ich würde sagen, wir holen uns noch ein zweites Boot. Einfach zum Absichern, zum Safen. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen und weniger kassieren. Funktioniert das? Nein. Ich würde sagen, wir gehen mal darauf. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Ich hoffe, das war eine sehr gute Entscheidung. Außer, dass wir jetzt den Endhaken haben und einen großen Moab schlucken können. Einfach so schlups, schwups ist er im Mund, ne? Mit einem Haps ist er im Mund, ja, ja. Kommen wir als nächstes tun. Hier brauche ich 5,5, das nehmen wir auch. Und dann setzen wir das mal ein bisschen hier hin. Ich würde sagen nur, dass wir... Obwohl, wir lassen uns mal da mal gucken, wie es sich jetzt schlägt. Ah, er hat so wenig Kontakt. Er macht zwar Schaden, aber nicht dauerhaft. Wir möchten mal das Ziel umsetzen. Ziel festlegen. Wir machen mal nach hier. Mal gucken, ob das ein bisschen effektiver ist. Und wir machen den jetzt mal auf Rot. Genau, rote Rasierer. Was habe ich gesagt? Auf Rasiermesser machen wir den. Verdammt nochmal. Okay, das wäre 4-2 und der hier 5000. Ja, noch volle 5 Runden, beziehungsweise noch 4 weitere Runden. Ja, das Gewehr, würde ich sagen, das Maschinen wir auch richtig schnell. Ja, das sieht gut aus, ne? Noch 3 Runden, ja komm, schaffen wir, oder? Ja, das steht gut jetzt, ne? Ja, hier macht es gut Schaden. Sieht auf jeden Fall stabil aus. Easy win, easy win. Yes. Was hat er jetzt? Moab Verstümmler? Ich habe keine Ahnung. Okay, letzten 2 Runden. Das wird easy, Mann. Lang keins mehr gebracht und immer wieder Spaß. Und wir starten jetzt die allerletzte Runde. Und ja, mit so vielen Türmen ist es auch easy. Nice, das war's. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus. Peace.